Bad Kleinen, 27. Juni 1993. Ein Sonntagnachmittag. Niemand auf dem Bahnhof ahnt, dass eine Polizeiaktion gegen die RAF unmittelbar bevorsteht. Als drei mutmaßliche Terroristen den Bahnhofstunnel betreten, löst ein Beamter der Eliteeinheit GSG 9 den Zugriff aus. Der Einsatz gerät zu einem Fiasko. Ein junger Polizist und einer der Terroristen kommen ums Leben. Tage später ein schlimmer Verdacht. Die GSG 9 habe den RAF-Terroristen Wolfgang Krams ermordet. Am Tatort regelrecht hingerichtet. Der Innenminister zieht Konsequenzen. Ich trete heute als Bundesminister des Innern zurück. Erst heute erlauben bislang unter Verschluss gehaltene Akten, das tödliche Drama von Bad Kleinen aufzuarbeiten. Der Staat hat das zur Krise gemacht. Das war schon eine schlimme Zeit. War kein Zuckerschnecken. Katastrophe. Zwanzig Jahre ist es her, dass auf dem Bahnhof von Bad Kleinen der junge Polizeibeamte Michael Nevzeller und der mutmaßliche RAF-Terrorist Wolfgang Krams ums Leben kamen. Rainer Hofmeier leitete damals die gesamte Operation für das Bundeskriminalamt. Gerrit Schwarz war später für die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zuständig. Viele Fragen sind damals offen geblieben. Wie konnte es zu dem Desaster kommen? Und wer trug dafür die Verantwortung? Hofmeier und Schwarz kehren mit uns an den Tatort zurück, um sich die Ereignisse im Bahnhofstunnel noch einmal in Erinnerung zu rufen. Um aus der zeitlichen Distanz Antworten auf diese Fragen zu finden. Rainer Hofmeier stand damals als Operationschef im Zentrum der Kritik. Im Nachhinein muss man schon sagen, dass das ein oder andere hätte besser laufen können oder sollen. Aber das war nicht der ausschlaggebende Faktor für die Diskussion um Bad Kleinen. Rückblick. Wolfgang Krams gehörte schon in den 70er Jahren zum Umfeld der RAF. 1984 ging er in die Illegalität. Gesucht werden Wolfgang Werner Krams und Birgit Elisabeth Hogefeld. Wolfgang Krams und seine Freundin Birgit Hogefeld stellten in den folgenden Jahren die Kommandoebene der RAF dar. Diese beiden Namen sind untrennbar verbunden mit den Anschlägen gegen Alfred Herrhausen, mit dem Anschlag auf Beckertz, den Siemens-Manager, auf den MTU-Chef Zimmermann und natürlich auch zuletzt im Jahre 91 auf Detlef Rohwedder. Für uns Polizei war die RAF damals in der Tat vom Radarschirm verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Eine Vielzahl von Morden, eine Vielzahl von schweren Verbrechen, aber keine Festnahme. Dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz gelingt Anfang der 90er Jahre ein Coup. Der Geheimdienst kann einen V-Mann, einen Spitzel, in die Kommandoebene der RAF einschleusen. Klaus Steinmetz bewegt sich in der militanten linken Szene. Einige der vom BKA steckbrieflich gesuchten, im Untergrund lebenden RAF-Mitglieder schenken ihm Vertrauen. Im April 1993 verbringen V-Mann Steinmetz und Birgit Hogefeld ein paar Stunden im Moselbad Cochem. Auch Wolfgang Krams kommt später dazu. Hogefeld und der V-Mann verabreden ein weiteres Treffen. Darüber informiert Steinmetz umgehend seine Kontaktperson beim Verfassungsschutz. Die Nachricht sorgt für Aufregung. Endlich könnte Birgit Hogefeld festgenommen werden. Bei der nächsten Verabredung mit V-Mann Steinmetz, inzwischen ohne Bart. Der Verfassungsschutz bittet den Generalbundesanwalt und den Präsidenten des Bundeskriminalamts nach Mainz. Dessen Terrorfahnder sollen die Festnahme organisieren. Dort eröffnete mir die Beamten des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes, dass sie einen Kontaktmann an die Kommandoebene
herangespielt haben, wie man es wohl so zu sagen pflegt. Ich war völlig überrascht. Es war für uns eine Sternstunde, denn es wurde uns dargestellt, dass der V-Mann sich am 24. Juni mit der Frau Hogefeld in einem abgelegenen Ort, nämlich Bad Kleinen, treffen wollte. Bad Kleinen, Mecklenburg-Vorpommern, 3500 Einwohner. Das BKA beginnt sofort mit der Planung des Zugriffs, schickt einen erfahrenen Beamten an den Schweriner See. Also der Auftrag lautete dann Aufklärung des Bahnhofs Bad Kleinen mit der Zielrichtung am Tage dieses Treffens, dort die Festnahme durchzuführen. Die Situation am Bahnhof Bad Kleinen, leerer Bahnhof, kaum Publikumsverkehr, und das war praktisch nicht durchführbar. Und daraufhin wurde der Plan geändert. Ein Einsatzkommando in Zivil am einsamen Bahnhof? Zu auffällig, zu riskant. Stattdessen sollen Hogefeld und V-Mann Steinmetz nach ihrer Ankunft verfolgt und dann später festgenommen werden. Wo? Das bleibt zunächst offen. Dies ist der bis heute unter Verschluss gehaltene Ablaufkalender des BKA. Er zeigt erstmals, mit welchem gewaltigen Aufwand der Einsatz vorbereitet wurde. 99 Beamte machen sich auf den Weg nach Bad Kleinen. BKA-Techniker installieren versteckte Videokameras und Wanzen im ganzen Bahnhof. Kein Wort soll ungehört, keine Geste unbeobachtet bleiben. Digital verschlüsselte Sprachsender werden in Papierkörben an der Bushaltestelle in Blumenkübeln angebracht. Wir haben Video installiert gehabt in diese Container hinein. Die sind abgehängt worden, Installation vorgenommen worden, wieder aufgehängt worden. Funktionierten auch als Müllcontainer weiterhin. Kamera im Müllcontainer, Wanze in der Bushaltestelle. Eine Wanze und einen Peilsender hat das BKA schon vorher im Laptop des V-Manns Steinmetz eingebaut. Auf dem Schweriner See liegt ein Boot des Bundesgrenzschutzes als Empfangsstation für die geheimen Bilder und Töne. Das Schiff ist extra umlackiert worden, damit es nicht auffällt. Kosten für die Umlackierung des Bootes, weiß und später wieder grau, ca. 9.600 D-Mark. Einen großen Vorteil hat das Bundeskriminalamt eigentlich immer bei diesen größeren Einsätzen. Geld spielt eigentlich keine Rolle. Ein Einsatz mit 99 Leuten für die Festnahme von Zweien, die nicht wissen, dass sie festgenommen werden, das ist irrational. Für mich unvorstellbar. Am 24. Juni 1993 beginnt die Operation. Nacheinander kommen die beiden Zielpersonen mit dem Zug an. Hogefeld und V-Mann Steinmetz treffen sich auf dem Bahnhofsvorplatz. Das BKA-Boot meldet um 13.11 Uhr, stehen am Ortsplan und lächeln sich an. 13.19 Uhr, sie gehen weiter zu den Bahngleisen. Hogefeld und Steinmetz fahren mit dem Zug nach Wismar, dann weiter ins Seebad Wendorf. Der Tross des BKA zieht verdeckt hinterher. Aus mehreren Hubschraubern wird der Peilsender im Laptop des V-Manns verfolgt. Die beiden haben eine kleine Ferienwohnung gemietet. Trotz des enormen Aufwands dauert es 24 Stunden, bis das Apartment am Klingenberg 54 lokalisiert ist. Wohnzimmer mit Fernseher und Stereoanlage, Schlafzimmer mit Doppelbett. Das BKA macht ein Haus in der Nachbarschaft ausfindig, aus dem das Ferienapartment unauffällig observiert werden könnte. Doch das Haus ist bewohnt. Das Problem bestand darin, die Wohnung wurde von einer Familie benutzt. Und Kinder und junge Erwachsene in einem Objekt und gleichzeitig die Polizei, passt nicht. Wie könnte man die Familie aus dem Haus locken, ohne Verdacht bei den Bewohnern zu erregen? Das BKA hat eine Idee. Es gab damals eine
Fernsehsendung mit Rudi Carrell, bei der man eine Urlaubsreise, wenn man gewonnen hat, sofort antreten sollte. Der Plan? Ein falsches Fernsehteam, angeblich von der Rudi Carrell Show, soll die Familie aus dem Haus locken. Da wurde es entsprechend inszeniert, großes Auto gekommen, Leute natürlich in Zivil, sind dann mit laufender Kamera da rein und sie haben eine Reise und haben die ganze Familie eingepackt. Die Familie reist ab und das BKA zieht ein. Ich sagte, Geld spielte in dem Sinne wirklich keine Rolle. Es war also dann tatsächlich für diese Familie ein Überraschungsei. War zwar nicht Ostern, aber... Doch am nächsten Tag eine peinliche Panne. Während die BKA-Leute auf den Eingang starren, verschwinden Hogefeld und Steinmetz unbemerkt hinten durch den Garten. Erst abends klärt sich die Sache auf, als die beiden durch die Vordertür in die Ferienwohnung zurückkehren. Das BKA entscheidet daraufhin, keine weiteren Risiken. Zugriff am nächsten Morgen. Dann hat man festgelegt, dass auf dem Weg von der Ferienwohnung zum Bus der Zugriff erfolgen sollte. Die GSG 9 sollte die Frau Hogefeld in ein Auto zerren. Rein in den Bus. Und kein Mensch hätte was gemerkt. Das war alles schon angelaufen, als dann vor Ort gehört worden ist, dass Hogefeld und der V-Mann beim Bezahlen der Ferienwohnung zu dem Vermieter gesagt haben: Wir treffen noch Freunde. Und das hat dieser Mitarbeiter in der Beobachtungswohnung gehört, über Funk sofort mir mitgeteilt. Und da wurde der Zugriff, der an für sich da hätte stattfinden können, abgeblasen. Und irgendwann sind sie in den Zug gestiegen und ausgerechnet wieder nach Bad Klein. Hätten auch nach Schwerin fahren können oder was weiß ich, Rostock oder sonst wohin. Ausgerechnet wieder nach Bad Klein. Der einsame Bahnhof. Genau dort, wo das BKA unter keinen Umständen zugreifen wollte. Der Bahnhofsaufseherin Ingrid Fastnacht fallen damals die jungen Männer auf dem Gelände sofort auf. Sie verhalten sich merkwürdig. Dann habe ich den Bahnschutz in Schwerin angerufen und habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Hier sind so viele junge Leute auf dem Bahnhof, die winken sich dauernd mit den Zeitungen zu. Könnt ihr mal kommen? Nö, sagt er, wir können nicht kommen. Wenig später setzt sich ein Mann zu Hogefeld und V-Mann Steinmetz ins Bahnhofscafé. Ist es der mit Steckbrief gesuchte Wolfgang Grams? Das BKA kennt nur alte Aufnahmen, scheint sich aber sicher und gibt erneut den Zugriff frei. Für mich war ausschlaggebend, dass es keinen Zugriff im Lokal gibt, wegen der Gefährdung Unbeteiligter. Auch keinen Zugriff auf den Bahnsteig, weil der Bahnsteig belebt war. Und schon gar keinen Zugriff im Zug. Die Situation im Tunnel ist eigentlich eine lehrbuchmäßige. Im Tunnel also. Der Einsatztrupp der GSG 9 in Zivil wartet auf das Kommando. Auf dem Bahnsteig behält einer der Beamten das Café im Auge, spricht dann das Codewort in ein verstecktes Funkgerät. Ich habe also über Funk die Meldung gehört, dass die Zielpersonen die Gaststätte verlassen. Und ich ging dann davon aus, dass sie sich dann nach unten in den Tunnel begeben. Dort haben wir uns am Ende des Tunnels dann auf einen Zugriff vorbereitet. Dazu habe ich einen Beamten im Tunnel in der Ecke postiert und er hat dort in den Tunnel hinein beobachtet. Dieser Beamte soll jetzt den Zugriff mit einem Handzeichen auslösen. Wir sind dann direkt losgestürmt unter Rufen wie Halt, Polizei, stehen bleiben. Und jetzt kam die brüllende Meute. Grams rast hoch, zieht seine Waffe. Und ich sah oben einen Mann stehen in unsere Richtung und ich sah eine Schusswaffe. Ich habe das körperlich gespürt, dass auf uns geschossen wird. Das waren wirklich Druckwellen dort, die da auf mich zukamen. Auf einmal höre ich die Schießerei.
Und dann ging das so dumm, dumm und dann dumm, 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 also unheimlich viele Schüsse. Ich denke gleich Bahnsteig 3-4 hingelaufen, da waren die Reisenden, die schrien. Birgit Hogefeld wird ohne Gegenwehr festgenommen. Dann kam mir jemand entgegen, wir brauchen Sanikasten, wir brauchen Sanikasten. Dann zurückgelaufen zu mir rein, dann habe ich unten den Sanikasten rausgeholt. Dann hat mir schon einer den Sanikasten aus der Hand gerissen und ist damit nach vorne gelaufen. Schrie einer wieder, eine Trage, eine Trage. Die haben wir aber nicht gefunden. Dann hat man von dem Gepäckwagen die Seitenwände rausgerissen und hat diese, weil die sehr lang waren, wie eine Trage und hat die dann mitgenommen. Auf dem Bahnsteig liegt der 26-jährige Michael Nefzeller mit schweren Schussverletzungen. Als wir dann auch auf dem Bahnsteig angekommen sind und ich diese Situation da so überblicken konnte, habe ich gesagt, so nach dem Motto, was ist denn hier eigentlich los? Und da sagte einer, gut gegen böse. Ob gut oder böse spielt überhaupt gar keine Rolle in der Versorgung des Patienten. Der war so schwer verletzt, dass man sich um diesen hat sofort kümmern müssen. Wir haben einen intranervösen Zugang gelegt, eine Infusion gelegt. Der Patient wurde ordentlich verbunden. Er wurde anschließend intubiert, beatmet und zu unserem Hubschrauber verbracht. Michael Nefzeller, genannt Shorty, erliegt Stunden später seinen schweren Verletzungen. Wolfgang Grams hat einen Kopfschuss erlitten. Er wird in die Uniklinik Lübeck geflogen, wo auch er später verstirbt. Zwei Tote bei einem Einsatz der GSG 9, darunter einer der eigenen Leute. Das war ein Schock. Im ersten Moment bin ich sprachlos gewesen. Ich musste das erstmal verarbeiten. Und danach haben wir weiter funktioniert. 20 Jahre später rufen sich Rainer Hofmeier und Gerrit Schwarz noch einmal die Situation auf dem Bahnsteig in Erinnerung. Niemand hatte damals den tödlichen Kopfschuss gesehen, an dem Grams verstarb. Deshalb kam der Spurensicherung am Tatort große Bedeutung zu. Es hat eine Reihe von Ermittlungsfehlern, Ermittlungspannen gegeben, die sich in erster Linie in der ersten Woche der Ermittlung ereignet haben. Und zu diesem Zeitpunkt war die Staatsanwaltschaft Schwerin an den polizeilichen Ermittlungen nicht beteiligt, weil das alles noch Aufgaben des Bundeskriminalamts waren. Da muss man eigentlich sagen, da ist etliches schief gelaufen, aber es ist ja nicht mehr zu ändern gewesen. Die Tatortarbeit des BKA verläuft chaotisch. Einige Patronenhülsen werden erst Tage später gefunden. Nicht alle Waffen der beteiligten Elitepolizisten sofort eingesammelt. Noch heute wird die Unprofessionalität von den eigenen Kollegen kritisiert. Sehr viel mehr konnte nicht schieflaufen. Wirklich. Auch bei der Obduktion von Wolfgang Grams werden Spuren vernichtet. Dadurch bleibt zunächst unklar, wie es zu dem tödlichen Kopfschuss kam. So folgt dem Polizeilichen das politische Chaos. In Bonn wird Generalbundesanwalt von Stahl vor den Innenausschuss des Bundestages zitiert. Er steht ebenso in der Kritik wie BKA-Präsident Hans-Ludwig Zachert. Der hat sich entschuldigen lassen. Er ist schon vor dem Zugriff zur Kur gefahren. Im Nachhinein würde ich sagen, würde ich ihm gratulieren. Ich selber werfe es mir vor, dass ich nicht gleich nach Wiesbaden zurückgekehrt bin. Hat andere im Regen stehen lassen? Das tut mir nach wie vor sehr weh, muss ich Ihnen sagen, ja. Die Beerdigung von Michael Nefzeller wird überschattet von einem ungeheuren Verdacht. Haben zwei Elitepolizisten der GSG 9 Grams erschossen? Womöglich aus Rache für den Tod ihres Kameraden? Am Abend zuvor hat das ARD-Magazin Monitor über die Zeugenaussage einer Kioskverkäuferin vom Bahnhof berichtet, die das beobachtet haben will. Nach Monitorrecherchen, die durch den ersten Obduktionsbericht bestätigt werden,
gibt es einen neuen, fürchterlichen Verdacht. Dass Wolfgang Grams nämlich am Tatort regelrecht hingerichtet wurde. Vor den Abgeordneten des Innenausschusses nimmt Bundesinnenminister Rudolf Seiters dazu Stellung. Die Hinrichtung eines Terroristen, das wäre eine Katastrophe für den deutschen Rechtsstaat. Der Innenminister ist der Erste, der ein Interesse daran hat, dass diese Mutmaßungen tatsächlich aufgeklärt werden. Ich habe dann am Sonntagmorgen, als ich nach Bonn zurückgeflogen bin, in dieser Krisensitzung dann diese Informationen bekommen, dass die Spurensicherung so gewesen ist, dass also im Grunde im Augenblick keine Aufklärung möglich wäre. Und das hat mich dann zu der Entscheidung gebracht, die ich dann auch mit dem Bundeskanzler besprochen habe. Ich trete heute als Bundesminister des Innern zurück. Im Zusammenhang mit dem polizeilichen Einsatz in Bad Kleinen und seiner Aufarbeitung sind offensichtlich Fehler, Unzulänglichkeiten und Koordinationsmängel innerhalb von Bundesbehörden deutlich geworden. Mein Rücktritt war aus meiner Sicht damals wie heute ein Akt der doppelten Schadensbegrenzung. Er sollte in einer aufgeregten Situation in der Öffentlichkeit, wo schon Vorwürfe kamen, es würde etwas vertuscht werden. Es sollte ein Signal sein, hier wird nichts vertuscht, es wird aufgeklärt, ohne Ansehen von Amt und Person. Der Innenminister hat uns durch seinen Rücktritt schwer geschadet. Der Innenminister hat sich hier vor seiner Verantwortung gedrückt und darüber hinaus hat der Rücktritt mir signalisiert, hier ist irgendetwas schiefgelaufen. Dann sagt natürlich die breite Öffentlichkeit, oh Gott, was muss da noch kommen? Ein Minister tritt natürlich zurück, wenn er in seinem Haus, in seinem Laden Schlimmes passiert ist. Der macht das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil er sieht, ein Abgrund von Verbrechen ist da passiert. Der Spiegel erscheint einen Tag später mit einer Titelgeschichte. Grams sei regelrecht exekutiert worden, heißt es da. Das habe ein Beteiligter dem Magazin Aus Seelennot, wie es heißt, anvertraut. Sie werfen ihn zu Boden, ein Beamter kniet auf ihm, ein Beamter hebelt ihn aus und dann, so sagt er, sei nach etwa 20 Sekunden ein Schuss gefallen. An die Version von Herrn Leyendecker habe ich nie geglaubt. Die Spiegelveröffentlichung war genauso unverantwortlich wie die Veröffentlichung durch Monitor. Da soll sich ein beteiligter Beamter, ein Spezialist aus Seelennot an den Spiegel gewandt haben. Ja, wer soll denn das glauben? Die Staatsanwaltschaft dagegen muss den Spiegelverdacht ernst nehmen. Wir hatten durchaus als eine Hypothese, dass etwas dran sein könnte an den Darstellungen der Kioskverkäuferin und des Spiegelinformanten, weil der Bundesinnenminister offenbar für irgendetwas die Verantwortung übernahm. Am nächsten Tag lässt Schwarz alle GSG-9-Männer, die am Einsatz in Bad Kleinen beteiligt waren, zur Vernehmung einfliegen. Er führt jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts gegen zwei der Elitepolizisten. Es ist zwar für uns nachvollziehbar gewesen, dass dieses ein am Einsatz beteiligter Beamter gewesen sein könnte. Andererseits gab es Widersprüche zu den objektiven Geschehnissen. Und die Glaubwürdigkeit eines Zeugen lässt sich immer erst beurteilen, nachdem man die Ermittlung zu Ende geführt hat. Zentrale Bedeutung bekommt die von Wolfgang Grams benutzte Waffe. Sie wird bis heute in einem Schließfach des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern aufbewahrt. Es handelt sich um eine Brünner Kaliber 9 mm. Die Form der Mündungsöffnung stimmt mit der Druckmarke an der Schläfe von Grams überein. Das stellt die Münsteraner Rechtsmedizin damals in einem ersten Gutachten fest. Also doch kein Mord? Am nächsten Tag tritt BKA-Präsident Zachert gut erholt zurück aus der Kur vor die Presse. Die Mordthese ist für ihn nicht mehr haltbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier also jemand von der Polizei mit seiner Dienstwaffe geschossen hat, zunächst einmal recht unwahrscheinlich sich darstellt. Es hat kein Zeuge bekundet, dass... Für Generalbundesanwalt von Stahl kommt das Gutachten zu spät. Er wird von Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger entlassen. Begründung? Von Stahl habe ein Informationschaos nach dem Zugriff zu verantworten.
Hieß so schön Bauernopfer, ja, über die Klinge springen. Das Verhältnis zu Frau Leuthäuser-Schnarrenberger und mir, das unser Verhältnis, war schon vorher nicht das allerbeste, sodass sie von da aus auch froh war, jemanden loszuwerden, der seinen eigenen Kopf hatte. Für die Ahnengalerie der obersten Ankläger lässt sich von Stahl später nicht in roter Robe, sondern leger mit Spiegel unterm Arm porträtieren. Grams und Hogefeld. Nur sie tauchen bislang in der Berichterstattung auf. Von der Anwesenheit des V-Manns Steinmetz bei der Festnahme in Bad Kleinen weiß die Öffentlichkeit noch nichts. Einen Tag nach dem Zugriff wird Birgit Hogefeld nach Karlsruhe geflogen. Zu diesem Zeitpunkt ist Generalbundesanwalt von Stahl noch im Amt. Steinmetz ist längst wieder frei. Er soll in die RAF zurück, so will es der Verfassungsschutz. Die Beteiligung des V-Manns will der Generalbundesanwalt sofort offenlegen und scheitert am rheinland-pfälzischen Innenminister. Es war wirklich sehr skurril. Ich habe den Innenminister Zuber angerufen und ihn gebeten, mir das freizugeben, dass es sich um einen V-Mann des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes handelte. Er hat das abgelehnt. Hat er gesagt, kommt nicht in Frage und hat dann noch alles Mögliche gedroht. Die Drohung zeigt Wirkung. Der V-Mann-Einsatz bleibt geheim. In einem Vermerk des Generalbundesanwalts an die Justizministerin ist nur von den beiden Verdächtigen die Rede. Der V-Mann Steinmetz wird vertuscht. Auf diese Version, nur mit Hogefeld und Grams, werden auch die Augenzeugen vom Bahnhof eingeschworen. Ja, wie viel Mann denn? Na, drei, sag ich. Zwei Männer und eine Frau. Nein, das kann nicht sein. Doch, sag ich, drei Leute waren das. Nein, das waren nur zwei. Ich guck meine Schwester an. Meine Schwester hat auch gesagt drei. Nein, es waren nur zwei. Eine Frau und ein Mann. Also die haben den dritten, wie gesagt, total verschwiegen. Wir hatten die strikte Weisung, dass der dritte Mann nicht erwähnt wird. Es gibt keinen dritten Mann, denn der sollte ja wieder in Szene rein. Diese Vorstellung war wirklich naiv. Also das war völlig unmöglich. Das war unprofessionell. Es war einfach eine Lüge. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, die dazu auch 20 Jahre später ein Interview ablehnt, weigert sich damals sogar vor den Parlamentsausschüssen, ihr Wissen preiszugeben. Sie beugt sich offenbar dem Mainzer Geheimdienst. BKA-Präsident Zachert erinnert sich an eine denkwürdige Sitzung des Innenausschusses. Frau Leuthäuser sagt neben mir, wenn einer den dritten Mann erwähnt, gibt es ein Verfahren wegen Geheimnisbruchs. Das ist ja auch genau ausgeführt worden, dass es hier eben Dienstgeheimnisse gibt und die kann man nicht verletzen. So wurde da also erstmal rumgeeiert. Das ist aus heutiger Sicht der entscheidende Fehler gewesen. Man hätte der Öffentlichkeit sofort klaren Wein einschenken müssen und sagen müssen, dass hier eine menschliche Quelle beteiligt war. Derweil nimmt das Bundeskriminalamt die bei Hogefeld und Grams sichergestellten Unterlagen und Asservate genau unter die Lupe. In den Rucksäcken und Taschen befinden sich unter anderem gefälschte Ausweise, Führerscheine, eine Browning samt Munition und ein Notizbuch. Ein weiteres Notizbuch hatte Grams bei sich. Für die Auswertung ist Theo Barth zuständig. Er stößt in den Notizbüchern auf Informationen über Klaus Steinmetz. Wir kamen zu der Einschätzung, dass Steinmetz eng in die Strukturen der RAF eingebunden war und offenbar sogar als Mitglied der RAF einzustufen war. Das sehe ich auch so. Ich gehe davon aus, dass Steinmetz einen Status in dieser Richtung hatte, ein Kommandomitglied zu sein oder zu werden. Barths Referat fasst seine Erkenntnisse über eine mögliche Kurierfunktion des Klaus Steinmetz zusammen. In dem Bericht heißt es, Steinmetz dürfte als tragendes Mitglied der RAF zu bezeichnen sein. Dieser Bericht setzt den rheinland-pfälzischen Innenminister Zuber politisch unter Druck. Hat sein Geheimdienst ein RAF-Mitglied als Spitzel geführt? Sollte dessen Existenz deshalb geheim bleiben? Die Schlussfolgerungen dieses Arbeitspapiers vom 13. August 1993 wurden nach Angaben des Bundeskriminalamtes durch die weiteren Ermittlungen nicht bestätigt und müssen deshalb relativiert werden. Relativiert?
Fakt ist, gegen den V-Mann wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, später sogar Haftbefehl erwirkt. Bei seinen Vernehmungen räumt Steinmetz ein, unter dem Decknamen Bruno Logistiker der RAF gewesen zu sein. Auftrag, möglichst saubere Personaldokumente und eventuell Wohnung in Mainz zu besorgen. Keine Quelle, auch der verdeckte Ermittler, darf sich an Straftaten, an der Vorbereitung von Straftaten beteiligen. Wenn die Gruppe ihn in diese Situation hineinbringt, dann muss die Konsequenz gezogen werden und muss diese Quelle zurückgezogen werden. Das geht nicht. Doch damit nicht genug. Im März 1993 wurde der Gefängnisneubau im hessischen Weiterstadt kurz vor der Eröffnung in die Luft gesprengt. Von der RAF. Sachschaden damals mehr als 100 Millionen D-Mark. Bei den Vernehmungen behauptet Steinmetz alias Bruno zunächst, von den Anschlagsplänen gewusst zu haben, widerruft dies aber später. Aus der Briefkorrespondenz geht hervor, dass dieser Bruno sowohl von der Aktion in Weiderstadt wusste, als auch mit hoher Wahrscheinlichkeit daran beteiligt war. Ist der V-Mann in Wirklichkeit ein Terrorist? Dieser Frage geht ein Landtagsausschuss in Mainz nach. Wenn Steinmetz wirklich von der geplanten Sprengung wusste, dann hat er den Verfassungsschutz und dessen Chef an der Nase herumgeführt. Oder hat der Geheimdienst von dem geplanten Anschlag auf Weiterstadt gewusst und geschwiegen? Der Minister dementiert empört. Also solchen absurden Geschichten nehme ich keine Stellung. Ich denke, unsere Gesellschaft muss ziemlich krank sein, dass sie also so etwas unterstellt. Im Mainzer Innenministerium schweigt man bis heute eisern zu V-Mann Steinmetz. Trotz vielfacher Nachfragen, keiner der damals Beteiligten will sich dazu äußern. Ich bin sehr davon überzeugt, dass der Verfassungsschutz bedeutend mehr an Kenntnissen hatte und uns nur das Allernotwendigste mitgeteilt hat, was wir für unsere operative Arbeit eben wissen mussten. Wir haben in vielem nachgehakt. Die Erwiderungen waren manchmal sehr knapp. Aber ich gehe davon aus, dass wir vielleicht von all dem 60% des Gesamtwissens nur überstellt bekommen haben. Im Januar 1994, 6 Monate nach Bad Kleinen, gibt die Staatsanwaltschaft Schwerin das Ermittlungsergebnis bekannt. Nach seinem Sturz auf das Gleis hat sich Grams selbst in Suizidabsicht mit der von ihm mitgeführten Pistole den tödlichen Kopfdurchstoß zugefügt. Es hat ein Spurenbild gegeben, das nur auf diesen Kopfstoß, der selbst beigebracht wurde, zurückzuführen ist. Aber was war mit den Aussagen der Kioskverkäuferin, über die Monitor berichtet hatte? So ist sie, glaube ich, insgesamt 3-mal vernommen worden und hat 3-mal nacheinander unterschiedliche Darstellungen abgegeben, die letztlich zur Überwindung führten, dass die Kioskverkäuferin insgesamt keine glaubhafte Darstellung abgegeben hat. Auch der Spiegel-Informant hat einige Darstellungen gegeben, die objektiv nicht stimmen. Was bei uns zu dem sicheren Schluss geführt hat, er selbst war nicht zugegen, sondern kann allenfalls etwas von Hörensagen aufgeschnappt haben und das an den Spiegel weitergegeben haben. Offen blieb die Frage, was beim Zugriff selbst schiefgelaufen war. Rainer Hofmeier, damals verantwortlicher Operationschef des BKA, will nach der Besichtigung des Tatorts helfen, die Ereignisse in Animationen zu rekonstruieren, um Fehler analysieren zu können. Er hat Jürgen Peter, seinen damaligen Mann vor Ort, um Unterstützung gebeten. So viel steht fest. Als Wolfgang Grams auf dem Podest in der Tunnelmitte wartet, stürzen die GSG-9-Beamten um die Ecke auf ihn zu. Er reagiert schnell, flüchtet auf den Bahnsteig, dreht sich dort um und schießt auf Michael Nevzeller. Dann bewegt er sich 2-3 Schritte zurück bis an die Bahnsteigkante und tötet sich. Entweder noch im Stehen oder erst nach dem Sturz im Liegen durch einen aufgesetzten Kopfschuss. Alles, was beim Zugriff abgelaufen ist, liegt in der Verantwortung der GSG 9. Sowohl wie sie den Einsatz geführt hat, wie sie ihn organisiert hat, taktisch, wie sie ausgerüstet war, was an Mangel an Ausrüstung gegeben ist, alles ausschließlich Angelegenheit der GSG 9. Für die GSG 9 in St. Augustin bei Bonn war Michael Nevzeller damals der erste Tote bei einem Einsatz. Der Jahrestag des
Mordes an Erzeller ist für mich ein Tag, an dem ich immer in mich gehe und an dem ich auch sentimental werde. Wäre der Tod des jungen Polizeibeamten, der damals in Hamburg beerdigt wurde, zu verhindern gewesen? Wer überhaupt war Michael Nevzeller, genannt Shorty, gestorben am 27. Juni 1993? Ein Junge voller Optimismus und Tatendrang und ja, es ist nur positiv. Der war auf dem besten Wege, hier eine Karriere zu machen. Dass man den jungen Nevzeller da eingesetzt hat, der ja kurz vorher erst seine Ausbildung beendet hatte. Bei mir wäre der nicht eingesetzt worden, weil der noch keine Erfahrung hatte, nicht, in dieser Beziehung. Nicht? Ulrich Wegener verhalf der GSG 9 im Jahre 1977 bei der Geiselbefreiung in Mogadischu zu weltweitem Ruhm. Er genießt bis heute größten Respekt in der Truppe. Im Oktober 1992, an ihrem 20. Geburtstag, lud die GSG 9 zu einer grandiosen Schau ein. Die Eliteeinheit zeigte ihr Können. Und Kommandeur Jürgen Bischoff pflegte das Image der ganz harten Jungs für die ganz harten Fälle. Also grundsätzlich beginnt unser Einsatz bei einer bestimmten Gefahrenqualität. 8 Monate nach der Show kam die bittere Realität. Versagte die Eliteeinheit, weil sie die Gefahrenqualität in Bad Kleinen unterschätzte? Einen Fehler hatte schon die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es geht um den Beamten Nummer 4. Der Beamte Nummer 4 hatte durch die Fenster das Verlassen des Billardcafés beobachtet, hatte das über Funk gemeldet und hat sich dann etwa 10 Sekunden später, so sagte, in die Unterführung begeben. Wobei er anfangs darstellte, er habe sich dort am Zugriff beteiligen wollen. Später hat er dargestellt, er habe über Funk einen missverstandenen Funkspruch erhalten, Zugriff sei erfolgt. Weshalb sich Nummer 4 vom Bahnsteig aus in die Unterführung begeben hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Plötzlich sieht er Grams. Der Zugriff ist also noch nicht erfolgt. Er kann jetzt nicht mehr zurück, geht an ihm vorbei. Das irritiert seinen Kollegen am Ende des Tunnels. Er sollte abwarten, wenn die Entfernung zwischen dieser Ecke und den Zielpersonen so gering ist, dass ein Zugriff beim Sturm um die Ecke herum direkt erfolgen kann und dass die Zielpersonen dort körperlich überwältigt werden können. Er löst zu früh aus. Grams hat Zeit zu reagieren. Kalkül für diese Art der Festnahme war die sogenannte Schrecksekunde. Wenn man auf eine Schrecksekunde baut, dann darf der Festzunehmende nicht über 10 Meter von den Festnahmetrupps entfernt sein. Sonst geht das schief. Als wir um die Ecke herum gestürmt sind, mussten wir feststellen, dass sich alle Zielpersonen ca. 15 Meter von uns entfernt aufgehalten haben. Das musste von Anfang an schief gehen. Die Animation bestätigt Hofmeier. Geplant war, die Terroristen auf etwa 5 Meter herankommen zu lassen und dann überraschend zuzugreifen. Doch als die Beamten um die Ecke stürmen, sind die Zielpersonen nicht 5 Meter, sondern viel weiter entfernt. Es fehlen 10 Meter. Hat es da auch Vorwürfe gegeben danach? Ja, teilweise schon, aber nicht offiziell. Im Kameradenkreis, nicht? Untereinander? Ja. Nein, davon ist mir nichts bekannt. Nein, überhaupt nicht. Es ist richtig, dass man dem, der unkontrolliert die Treppe runtergekommen ist, ohne dass man weiß, warum er runtergekommen ist, Vorwürfe gemacht hat, du hast den Einsatzerfolg gefährdet. Wenn anders geführt worden wäre, dann wäre das nicht passiert. Ne? Mangelhafte Führung? Der Einsatz in Bad Kleinen ist offenbar keine Chefsache. Auch andere Führungskräfte der GSG 9 halten sich zum Zeitpunkt des Zugriffs nicht im Bahnhof auf. Mich hat das ja hier am sonntaglichen Espresso-Trinken um 15.20 Uhr über Handy sofort erreicht. Die GSG 9 hat ohne die Anwesenheit ihres Kommandeurs operiert. Hat Sie das überrascht? Ich ging davon aus, dass das ein Einsatz der GSG 9 als geschlossene Einheit ist.
Nach meiner Auffassung hätte der Kommandeur vor Ort sein müssen. Das ist keine Frage. Wie Gerrit Schwarz rekonstruierte, handelten die Elitepolizisten am Ende offenbar panisch. Schossen wild über die Bahnsteigkante, gegen alle Vorschriften. Nach unseren Ermittlungen haben hier ausgebildete Polizeibeamte nahezu über 80% der Schüsse woanders hingerichtet, sich überwiegend in Deckung befunden, dort in diesem Treppenaufgang und mehr oder weniger blind in Richtung von Herrn Gams geschossen. Die Geschosse fliegen kreuz und quer. Eines trifft eine Schaffnerin. Nur glückliche Umstände verhindern weitere Tote. Ich war enttäuscht, das darf ich Ihnen ganz offen sagen. Das habe ich nicht erwartet. Das Versagen blieb unter der Decke. Niemand hatte Interesse daran, die GSG 9 in Frage zu stellen oder auch nur zu schwächen. Dafür sorgte dann auch der Bundeskanzler, als er der Truppe demonstrativ den Rücken stärkte. Für uns, für die Angehörigen der GSG 9, ich betrachte mich auch dazu noch gehörig, war das eine Schädigung unseres Ansehens. Das ist keine Frage. Rainer Hofmeier wurde nach Bad Kleinen im BKA auf einen anderen Posten versetzt, seine Abteilung später aufgelöst. Die Führung der GSG 9 hingegen kam ungeschoren davon. Und für die politische Krise nach Bad Kleinen sucht auch heute noch jeder die Schuld irgendwo anders. Der Staat hat es zur Krise gemacht. Der Staat hat das zur Krise gemacht. Es war eben auch doch eine Krise, die aus einem falschen Verhalten von Medien hervorgerufen worden ist. Staatskrise, wenn Seiters nicht gegangen wäre, hätten wir das alles innerhalb eines Vierteljahres gut durchgestanden. Birgit Hogefeld wurde im November 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie kam erst im Juni 2011 als letztes Mitglied der RAF wieder auf freien Fuß. Gegen Klaus Steinmetz verzichtete die Bundesanwaltschaft am Ende auf eine Anklage, weil ihr die Beweislage zu unsicher erschien. Unsere Versuche, mit ihm in Kontakt zu treten, sind gescheitert. V-Mann Steinmetz alias Bruno lebt heute unter anderem Namen irgendwo im Ausland. Bittere Ironie. Wenn der Beobachter den Zugriff nur ein paar Sekunden später ausgelöst hätte, wäre es zu dem tödlichen Drama von Bad Kleinen wohl nie gekommen.